Die Stimme zählt sicherlich zu den dynamischsten Instrumenten in einem Mix, aber auch bei Podcasts oder anderen Sprachaufnahmen möchte man natürlich sicher sein, dass die lautesten Stellen nicht zu laut sind von der Aufnahme und die leisen Stellen nicht untergehen und damit unverständlich werden. So kannst du auf jeden Fall sicherstellen, dass der Gesang immer stabil seine Position im Mix behält oder du auf der anderen Seite beim Podcast hören im Auto nicht ständig am Lautstärkeregler rumregeln musst. Kann ja auch nervig sein. Ich habe bei der Bearbeitung von Stimmen 3 Lieblingskompressoren, mit denen ich arbeite und die setze ich manchmal einzeln, manchmal in Kombination, manchmal auch alle 3 gleichzeitig ein und welche das sind und vor allem wie einfach die einzusetzen sind und einzustellen sind, das verrate ich dir heute. Wenn du dich dafür interessierst, dann bist du hier genau richtig. Ich bin Jonas vom Recording Blog und los geht's. Tag und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem weiteren Video im Recording Blog. Und Stimmaufnahmen können ja durchaus eine Herausforderung sein. Sie sind sehr dynamisch, das heißt, der Abstand zwischen dem lautesten und dem leisesten Teil einer Aufnahme kann schon relativ groß sein, vor allem wenn man zum Beispiel schmusige Balladen mit lauten Anteilen hat oder wenn man einen Podcast hat, wo es auch mal hoch hergeht, aber auch mal leise werden darf. Deswegen wird es ja schon eine Herausforderung. Man kann auf verschiedenste Arten und Weisen natürlich solche Stimmaufnahmen bearbeiten. Man kann das händisch machen, wenn es also eine relativ kurze Aufnahme, wie zum Beispiel Vocals von einem Song sind. Da kann man mit Clip Gaining zum Beispiel arbeiten. Habe ich hier schon mal ein Video gemacht, kann ich dir hier einblenden. Man kann mit einem Vocal Rider Plugin zum Beispiel arbeiten, ein Automationstool von Waves. Habe ich auch schon mal ein Video zu gemacht, kann ich dir auch schon mal hier einblenden. Oder aber man arbeitet natürlich mit automatischen Tools wie eben Kompressoren. Das lohnt sich vor allem dann auch, wenn man zum Beispiel längere Strecken aufgenommen hat, wie zum Beispiel einen Podcast. Ich habe dabei 3 Plugins, die ich regelmäßig benutze. Wovon zwei Standardkompressoren sind, die wir uns gleich nochmal genau angucken und ein Spezialplugin, was ich dir dann auch noch verrate. Alles nicht teuer, auf jeden Fall. Die ersten beiden sind sogar meistens in einer kostenlosen Variante bei jeder DAW dabei. Aber du wirst wahrscheinlich schon erahnen, welche ich dir da gleich vorstellen möchte. Dass die da auf jeden Fall einfach einzustellen sind, ist einer der großen Vorteile. Das heißt, man braucht jetzt kein Genie sein und 735 Einstellungsmethoden auswendig lernen, damit man einigermaßen damit klarkommt. Nein, das ist auch für Anfänger durchaus nachvollziehbar und das schauen wir uns gleich an. Am besten mal in der Session direkt an. Falls dir dieses Video jetzt schon gefallen sollte, würde ich mich freuen, wenn du mir es zeigst über einen Daumen nach oben. Und wenn es dir nicht gefallen sollte, weißt schon, einfach zweimal auf Daumen nach unten und hier auf das nächste Video. Aber wir gehen jetzt mal rüber in die Session und ich verrate dir, mit welchen 3 Plugins ich normalerweise arbeite und manchmal sogar alle 3 gleichzeitig einsetze. Also los geht's. So, da sind wir schon in der Session und ich habe hier mal einen Song vorbereitet, den Song Feeling Good vom Künstler Nicky Toll. Das sind die Spuren des Monats Mai 2021 im Premium-Bereich gewesen. Und falls du auch Lust hast, diesen Song mal zu mischen oder aber auch ein wirklich ausführliches Mix-Tutorial zu diesem Song zu sehen und zu vielen anderen Songs übrigens auch, dann kannst du dich hier gerne mal über den Premium-Bereich informieren. Wir hören jetzt aber erstmal rein, wie eigentlich die Ausgangslage ist. Achte mal auf die Stimme. 1, 2, 3, let's go! When you are weak, my love, there for your baby, there for your baby, you can count on me, you can count on me, I don't tell you no maybe. Also durchaus eine sehr dynamische Stimme. Wenn du dich fragen solltest, warum die so leicht anverzerrt ist, ich habe hier für ein bisschen Geschmack, für ein bisschen Charakter in der Stimme einen Neve Preamp benutzt und den ein kleines bisschen übersteuert, damit noch ein bisschen mehr Energie in die Stimme reinkommt. Das aber nur am Rand, aber wir wollen ja heute auf Kompressoren schauen. Und der erste Kompressor, das wirst du sicherlich schon erahnt haben, die eierlegende Wollmilchsau im Bereich der Kompression, sicherlich der 1176 oder ein Kompressor, der so funktioniert wie ein 1176. Ich habe hier mal die Variante von Universal Audio aufgerufen, aber nur stellvertretend für diverse andere Plugins. Und dieser Kompressor ist wirklich schon sehr einfach einzustellen, weil man sich mit relativ wenigen Parametern ja auseinandersetzen muss. Die schwierigsten Parameter sind normalerweise ja diese hier, die Attack-Zeit und die Release-Zeit, also die Zeit, wie schnell der Kompressor anspricht, wenn er über einen gewissen Level hinausgeht, also wie schnell er dann anspricht und dann anfängt zu komprimieren, und die Release-Zeit, der Wert, der dann vergeht, bis die Kompression wieder endet und der Level dann wieder angehoben wird nach der Kompression. Ganz einfach. Und die werde ich für Vocals, stelle ich die normalerweise hier eine mittlere Attack-Zeit hier ein und bei der Release-Zeit eine sehr schnelle mittlere Attack-Zeit. Deswegen, weil ich möchte, dass er so ein kleines bisschen verzögert reagiert und nicht sofort reagiert, wenn der erste lautere Peak reinkommt. Bei Stimmen kann das ganz dynamisch und ganz natürlich klingen. Und bei der Release-Zeit stelle ich normalerweise den schnellsten Wert ein. Der ist beim 1176 auf der rechten Seite vom
vom Regelweg. Und der schnellste Wert bei der Release-Zeit sorgt dafür, dass nach der Kompression, sobald der Threshold unterschritten wird, sofort wieder zurückgeregelt wird und damit auch leisere Anteile in der Stimme sofort wieder nach vorne geholt werden können. Das Kompressionsverhältnis wähle ich normalerweise bei 4:1 bei Vocals und dann muss man eigentlich nur noch bei dem Input- und dem Output-Regler einstellen, wie stark denn eigentlich komprimiert wird. Mit anderen Worten, man muss jetzt keinen separaten Schwellenwert einstellen über einen Threshold-Regler, sondern man regelt einfach mit dem Input-Regler hier auf der linken Seite, regelt man so viel rein, bis man das gewünschte Kompressionsverhältnis hört oder, wenn man es noch nicht so gut hören kann, dann zumindest schon mal hier auf dem VU-Meter, auf der Nachbildung eines VU-Meters ablesen kann. Ich wähle da normalerweise einen Wert zwischen 5 und 7 Dezibel, weil der relativ unhörbar komprimiert wird vom 1176, aber schon eine ganze Menge Wirkung zeigt. Man kann aber, wenn man mit einem 1176 ganz alleine arbeitet, also nur mit einem Plugin, durchaus auch noch mal ein bisschen stärker einsteigen. Und wir stellen den jetzt einfach mal kurz ein. Ich aktiviere den mal und stellen den mal so ein, als wenn wir jetzt alleine nur diesen 1176 benutzen würden. When you awake, das ist zu viel. I'm there for your baby. I'm there for your baby. Und das Baby ist im Prinzip der lauteste Impuls und den habe ich jetzt so eingestellt, dass er irgendwo zwischen 7 und maximal 10 dB komprimiert. Und du siehst schon, wie relativ schnell dieser Kompressor reagiert. Ich habe ihn ja also jetzt hier über den Input-Regler so eingestellt, dass er wirklich diese 7 bis 10 dB komprimiert an den lautesten Stellen und sorge jetzt nur noch mit dem Output-Regler dafür, dass er eben nicht so laut wieder rausgeht, um dann in das nächste Plugin reinzugehen. Das heißt, ich korrigiere die Lautstärke-Anhebung über den Input-Regler jetzt einfach noch über den Output-Regler, sodass ungefähr das gleiche rein geht, was auch rausgeht. Gucken wir mal kurz einmal ausmachen. When you awake my life, viel lauter. I'm there for your baby. I'm there for your baby. AB. You can count on me. I don't tell you no maybe. I don't tell you no maybe. Mal. When you awake my love. Ein bisschen lauter. I'm there for your baby. I'm there for your baby. So, jetzt habe ich den Kompressor über den Output-Regler dann so eingestellt, dass ungefähr der gleiche Level wieder rausgeht aus dem Plugin, sodass ich im Prinzip nur noch hören kann, wie komprimiert wird. Und da sorgt der 1176 dann tatsächlich schon dafür, dass das Signal in der Dynamik ein bisschen ausgeglichener ist. Wenn ich mit zwei Kompressoren arbeiten sollte, dann fahre ich den 1176 nicht ganz so scharf an, sondern sorgt dafür, dass er an den lautesten Stellen so 5 bis 6 Dezibel komprimiert. Dann muss nämlich die ganze Arbeit, die Kompressionsarbeit nicht auf einer Schulter landen, sondern man kann die auf zwei Plugins zum Beispiel verteilen, also auf zwei Schultern, dann ist es auch einfacher zu hören. Nee, das ist das falsche Wort. Dann ist es auf jeden Fall charmanter und natürlicher. So, das wollte ich sagen. Es klingt natürlicher, wenn zwei Kompressoren sich die Arbeit aufteilen und dafür sorgen, dass man nicht so stark reagieren muss. Denn das, was der Kompressor hier im VU-Meter anzeigt und was er komprimiert, das ist ja schon viel. Ne? Wenn er 9, 10 dB Differenz hat zwischen dem unkomprimierten und dem komprimierten Teil, dann ist das schon wirklich eine große Strecke, die er da machen muss. Also ist es charmanter, mit zwei Kompressoren zu arbeiten und dafür nutze ich dann normalerweise einen LA2. Wir stellen aber mal kurz den 1176 so ein, dass er nur ungefähr so 5 bis 7 Dezibel komprimiert. Also wir gehen jetzt mal davon aus, dass wir mit zwei Kompressoren arbeiten. Nochmal. When you awake my love, I'm there for your baby. I'm there for your baby. You can count on me. I don't tell you no maybe. I don't tell you no maybe. When you... Ungefähr so haben wir ihn jetzt eingestellt, dass er nur noch ein bisschen weniger komprimieren muss, also so ungefähr 5 bis an der lautesten Stelle vielleicht 6 dB und so weiter. Können mit dem Signal jetzt also quasi in den nächsten Kompressor reingehen und der ist auch direkt der Kompressor meiner Wahl, aber auch eine klassische Kette. 1176 und LA2 Style Kompressor deswegen, weil ich jetzt hier mal den von Waves ausgewählt habe. Man kann natürlich auch andere wählen, die es zum Beispiel von Plugin Alliance gibt, glaube ich, welche. Es gibt von Universal Audio natürlich einen. Ich habe jetzt hier mal stellvertretend den von Waves genommen, den CLA-2A und mit dem sorge ich jetzt normalerweise dafür, wenn der als zweiter Kompressor eingesetzt wird, dass er so 3, aber maximal 5 dB komprimiert. Und der ist wirklich so einfach einzustellen, dass es schon fast wehtut, weil es so einfach ist. Das wäre das falsche Wort, aber trotzdem. Denn dieser Kompressor hat in der Regel nur zwei Knöpfe, nämlich einmal einen Gain-Knopf und einmal den Peak-Reduction-Knopf. Und der Peak-Reduction-Knopf stellt im Prinzip ein, wie stark komprimiert wird. Das heißt, mit dem stellt man die Kompression ein, die man dann am VU-Meter wieder ablesen kann oder aber auch sich auf seine Ohren natürlich verlassen kann, also je nach Geschmack einstellen.
Und dann das, was man dadurch an Pegel quasi verliert, kann man am Gain-Regler wieder reindrehen. Also wir stellen den mal ein, den LA2, sodass er ungefähr 3, maximal 5 dB komprimiert. Dann haben wir nämlich schon 5 dB beim L76 und 5 dB beim LA2 rausgenommen. 10 dB Dynamikreduktion ist dann schon oft genug, was man sowohl für Stimme als auch für Sprache gebrauchen kann. Stellen wir mal an und dann hören wir mal kurz. When you awake my love. Hier kann man komprimieren. Da siehst du, ganz stark komprimiert. Gar nicht. Und dann irgendwo dazwischen ist der Wert. So. Noch ein bisschen mehr. Nochmal von vorne. Und dadurch, dass der LA2-Kompressor-Style so langsam reagiert und so natürlich reagiert, klingt er auch relativ unaufdringlich. Mit anderen Worten, er komprimiert zwar die Dynamik des Systems und des Signals, aber man hat dafür gesorgt, dass es nicht so auffällig ist bei der ganzen Geschichte. Vor allem, wenn man dann die Kompression auf 2 Kompressoren verteilt. In dem Fall haben wir jetzt also hier ungefähr eingestellt, dass er 3 bis 5 dB komprimiert. Und das funktioniert auch bei Sprache übrigens wunderbar mit diesen beiden Kompressoren. Und jetzt muss man eigentlich nur noch mit dem Gain-Regler dafür sorgen, dass ungefähr der gleiche Pegel wieder rausgeht aus dem Plugin, damit man das Nachfolgende nicht übersteuert. Also, hören wir mal ohne. Ich stelle den Loop mal ein bisschen anders ein. So, da müssen wir nicht so einen langen Vorlauf abwarten. When you awake my love, I'm there for your baby, I'm there for schon your ungefähr getroffen. Baby. You can count on me. Ah, geht ein bisschen lauter raus, stellen wir mal ein bisschen weniger ein, normal. When you awake my love, I'm there for your baby, I'm there for your baby. So. You can count on me. So, jetzt haben wir nur die Reduktion, die Dynamikreduktion, aber es wird nicht lauter durch den Kompressor gemacht. Man kann den natürlich auch als Aufholverstärker nutzen, aber das steht auf einem anderen Blatt Papier. Mit anderen Worten, mit diesen 2 Kompressoren kann man jetzt schon wunderbar arbeiten. Man kann anstelle vom LA2 aber auch einen anderen Kompressor nehmen, den ich dir mal ans Herz legen möchte, der für mich persönlich einfachste Kompressor der Welt, nämlich der MV2 von Waves. Der ist jetzt tatsächlich spezial, den gibt es nur bei Waves in dieser Form und ich stelle den mal gerade zurück auf die Standardwerte. So wird der ausgeliefert. Der hat den großen Vorteil, dass man nicht nur die lauten Stellen komprimieren kann, nämlich hier über diesen High-Level-Regler, sondern dass man auch die leisen Stellen anheben kann. Mit anderen Worten, man hat gerade 2 Sachen in einem, einen Kompressor und einen Expander. Und dementsprechend kann man dann hier dafür sorgen, dass wenn es ein bisschen leiser wird unter einem Threshold-Feld, das hier angehoben wird und auf der anderen Seite hier, wenn es zu laut wird, abgesenkt wird. Den stellen wir jetzt auch mal kurz ein hier für unsere Vocals. Mal gucken, wie das klingt. When you awake my love. Kannst du hier die Kompression ablesen, wie viel komprimiert wird. So ungefähr so 3 dB, vielleicht auch ein bisschen mehr. So. Man merkt auch direkt, wie es lauter wird. Jetzt heben wir noch die leisen Teile ein bisschen an. Aus. So, jetzt ist er ein bisschen lauter geworden. Das heißt, dass durch die Kompression ist er auch ein bisschen lauter geworden. So wie das Regelverhalten von diesem Kompressor ist. Deswegen kann man hier am Output-Regler jetzt noch ein bisschen runterregeln. Nehmen wir mal da mal 1,5 dB ungefähr raus und hören wir nochmal AB. When you awake my love, I'm there for your baby. Noch ein bisschen mehr. Aus. You can count on me. I don't tell you no maybe. I don't tell you no maybe. Wunderbar. So haben wir mit dem 1176 und dem MV2 zusammen auch ein gutes Kompressionsverhältnis eingestellt. Und wir können ja mal kurz gucken, wie das im Mix zusammenklingt. Mach die beiden mal aus. Achte mal speziell auf das Therefore You Baby, dieses zweite. Das läuft nämlich wirklich ab, wenn nicht komprimiert wird. Machen wir nochmal ohne. So, und jetzt machen wir die beiden Kompressoren mal an, also den MV2 und den 1176. Go.
deutlich besser. Wenn du jetzt noch dynamischeres Signal haben solltest, deine Aufnahme noch dynamischer sein sollte, dann kannst du durchaus auch mit allen dreien arbeiten. Das heißt, wenn du mit drei Kompressoren arbeitest, mit dem 1176 charmant eingestellt, mit dem LA2 charmant eingestellt, so wie wir es gerade gemacht haben, und vielleicht dem MV2 als Sicherheitslinie nochmal dahinter, dann kannst du auf jeden Fall sicher sein, dass keine dynamischen Sprünge mehr da sind. Ist vielleicht bei einer kleinen akustischen Ballade nicht ganz so richtig und vielleicht auch nicht ganz so zielführend, aber speziell, wenn du einen dichten Mix hast wie diesen oder wenn du einen Podcast hast, wo du stabil die Lautstärke und den Pegel vom Sprecher halten willst, dann bist du mit zwei, maximal drei Kompressoren auf jeden Fall auf der sicheren Seite, wenn du sie nicht zu stark einstellst. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß beim Ausprobieren auf jeden Fall, und wenn du eine eigene Kompressorenkette hast, die du vielleicht uns einmal ans Herz legen möchtest, dann schreib sie gerne unten in die Kommentare rein und dann bin ich gespannt von dir zu lesen. Wir sehen uns die Tage wieder zu einem weiteren Video in diesem Recording-Blog, und bis dahin wünsche ich dir vom Guten nur das Beste. Mach's gut und Yassou!